Wenn ein Mix eine grobe Disbalance aufweist, ist es ratsam, diese vor weiteren Bearbeitungen zu entfernen. Disbalancen im Bassbereich treten am häufigsten in Form eines zu lauten Bassbereiches bis ca. 150 bis 200 Hz aufgrund kleiner Abhörboxen im Mix oder eines zu leisen Bassbereiches, zum Beispiel bei Remasterings, auf. Auf dem Penguin Analyzer sehen Sie einen zu lauten Bassbereich, der auf kleinen Lautsprechern gemischt wurde. Es kann aber auch vorkommen, dass ein großer Mitten- oder Höhenbereich als gesamter Block zu laut oder zu leise ist. Sie haben zwei Möglichkeiten für den Ausgleich. Zweckentfremden Sie den ME-Multiband-Kompressor. Mithilfe der Bandpegel können Sie den Multiband-Kompressor auch ohne Verwendung der Kompression zum Ausgleich von Frequenzblöcken verwenden. In besonders krassen Situationen, in denen sich der zu bearbeitende Bereich klar abtrennt, können Sie den steilflankig arbeitenden ME-Multiband-Kompressor verwenden. Die nicht verwendeten Bänder sind zu entfernen, um unnötige Bearbeitung zu vermeiden. Der praktische Vorteil der Steilflankigkeit dieses Multiband-Kompressors kann sich negativ auf das Phasenverhalten der Bearbeitung und damit auf den Gesamtklang auswirken. Kontrollieren Sie die Bearbeitung daher auf typische Phasenänderungen des Klangbildes. Bei feineren Abstimmungen eignet sich auch der Vincent Burrell C10-Kompressor. Multiband-Kompressoren mit 6 dB Oktave Crossover-Filtern, wie sie bei hochwertigen Plugins eingesetzt werden, eignen sich aufgrund des flachen Frequenzkurvenverlaufes weniger für grobe Korrekturen. Alternativ können Shelfing- bzw. Kuhschwanzfilter eingesetzt werden, da parametrische und grafische Filter zu glockig für diese Aufgabe sind. Ideal ist der Cambridge EQ der UAD1 für diese Aufgabe geeignet. Hier sehen Sie eine Kuhschwanzfiltereinstellung zum Ausgleich des zu lauten Bassbereiches.